Hallo. Hallo. Servus. Hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lilfras mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und ihr seht heute mal wieder in Fortnite Solo unterwegs an der Stelle. Ja, Leute, jeder wird sich nämlich schon denken können, was heute wieder los ist. Und zwar, wir haben neue Widerstandsaufgaben. Und mal gucken, wie es mit der IO und den 7 jetzt weitergeht. Wir haben lauter Sounddialoge. Das Gerät, besser gesagt, ladet sich immer weiter auf. Und wir wissen jetzt auch, dass sich das Gerät durch die drei Säulen, und zwar diese kleinen Anzeigelämpchen, immer weiter aufladet und somit dann die Strahlung abgeht. Bis jetzt hat das Gerät schon zweimal mal eine Ladung abgegeben. Mal gucken, wann die dritte Ladung erfolgt. Oder wann wir natürlich, vielleicht wird es sich auch jetzt bis zum Live-Event einfach nur aufladen. Aber bis jetzt ist das Gerät noch unverändert. Bis jetzt nur ein Aufladungsbalken. In Sanctuary fehlen uns aktuell leider viele Informationen. Okay. Wir wissen nicht, was das Ding bei Loot Lake macht. Ja, ist ja klar. Wir wissen nicht, ob der Mac es aufhalten kann. Oh nein. Und das Schlimmste, wir wissen nicht, ob wir dem Paradigma trauen können. Ey, wieso dem Paradigma? Hört mich an den Lautsprechern. Es ist an der Zeit, für etwas Sicherheit zu sorgen. Ah ja. Ey, warum könnt ihr... Ich verstehe nicht, warum können die Paradigma denn nicht trauen? Im Übrigen heißt es ja eigentlich, dass ihr könnt ihr ja eigentlich trauen, weil sie hat es damals ja auch schon geregelt. Damals in Season 10. Beziehungsweise Season 9 aus Season 10 so. Da hat sie das doch auch schon mit dem Roboter geregelt. Wie kann es sein, dass ihr da nicht vertrauen könnt? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, okay. Na gut. Ist deren ihr Ding. Ich misch mich da nicht ein. Okay. Es gab viele Fragen zur Loyalität von jemandem aus unseren Rängen. Ich weiß. Paradigma. Ja, ach nee. Deshalb sage ich euch jetzt ganz offiziell fürs Protokoll, dass ich zu ihr stehe. Oh. Sie hat uns bei jedem Schritt unterstützt. Aufgrund von Gerüchten zu urteilen ist einfach falsch. Das stimmt. Ich erinnere mich nicht. Ich könnte... Ich will gar nicht daran denken, was ich getan haben könnte. Aber ich bin jetzt hier. Ich bin kampfbereit. Und ich denke, das ist, was letztlich zählt. Durchaus. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Einvernehmlich. Und für die Realität kämpfen. Und für Fortnite natürlich. Imaginierte. Lass nicht Fortnite vergessen. Und für die Schleifengänger sollte man auch noch kämpfen. Ach man. Aber man merkt schon, die Imaginierte, die hält wirklich zu Paradigma. Die will wirklich, dass sie uns hilft, weil ansonsten vielleicht alles verloren scheint. Aber man muss auch sagen, Paradigma hat doch damals schon alles gerettet, gegen das Monster und so weiter. Ansonsten hätte das Monster ja damals alles zerstört. Ist halt einfach so. Muss man einfach mal so sagen. Also ich finde die Imaginierte, die macht schon echt einen klasse Job. Nur ob das natürlich was helfen wird oder ob Paradigma uns überhaupt helfen wird, das wird sich noch zeigen. So, jetzt müssen wir mal zur nächsten Aufgabe. Einen Scanner sogar. Ich mal mit. Könnte ja hilfreich sein. Ich würde sagen, wir machen dann gleich bei der nächsten Aufgabe weiter. Direkt in die nächste Aufgabe rein, Leute. Für die Leute, die sich denken, hey, warum hast du deswegen jetzt eine neue Runde gestartet? Ja, letzte Runde wurde ich leider eklig abgestaubt, aber gut. Leider. Es sind immer so die Leute momentan, die
Die wollen echt nicht, dass du deine Aufgaben machen kannst. Das ist so richtige Abstaube. Richtig eklig. Voll ehrenlos. Uns bleibt wenig Zeit. Es eilt, Schleifengänger. Sehr. Ja, ich weiß. Für die seltsame Maschine in Loot Lake brauchen wir zwei Schlüssel. Oh. Wir haben sie aufgespürt. Okay. Brich in die Standorte des imaginierten Ortes auf deiner Karte ein und hol sie uns. Beeil dich. Ich muss erstmal hier rauskommen. Warum habe ich da eigentlich voll Schild? Durch. Ach, Mann, oh. Ekelhafter. Gut, dann machen wir uns mal auf Schlüsselsuche. An der Stelle. Übrigens, Leute, es gibt jetzt nur noch diese Woche und die nächste Woche. Und dann ist das ganze Spektakel ja auch eigentlich schon vorbei. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel gerade noch solche Aufgaben vom Omega-Ritter habt, für alle, die sich den natürlich gekauft haben, macht die am besten noch diese oder nächste Woche, weil wenn die Season vorbei ist, dann sind sie natürlich weg an der Stelle. Jetzt muss ich da eindringen und den Schlüssel holen. Wo ist der? Ah! Wo ist denn der Schlüssel? Das andere bei der Fortress. Einfach nur abhauen. Beste Taktik, was du machen kannst, abhauen. Lieber abhauen an der Stelle. Ach man. So, jetzt brauchen wir noch den zweiten Schlüssel. Ja, Leute, der ganze Teil hier ist schon mal sehr, sehr nice und spannend. Jetzt brauche ich nur noch den zweiten. Aber der wohl ist. Ist irgendwo da hinten scheinbar. Ah, hier. Ah. Gute Arbeit. Vielleicht Realität rettende Arbeit. Nur vielleicht? Das ist aber nicht sehr. Das ist aber nicht sehr positiv. Selbst für den Ursprung. Nicht so positiv, finde ich. Ja, Leute, direkt zur nächsten Aufgabe. Nächste Aufgabe? Yo, hab hier neue ultrageheime Pläne vom Ursprung. Ah ja. Wir sollen dem IO den Strom abschalten. Jetzt. Wow. Los, Bedienelemente zerstören und Tag versauen. Ich frag mich eigentlich, warum Jones nicht vom Ursprung eine geklebt gekriegt hat oder so. Für das, was der sich schon in seiner Vergangenheit alles erlaubt hat. Also soll deren jetzt ihr Strom abstellen, okay. Frage wie? Ja, bin gespannt, wie ich das machen soll. Hat sie irgendwo einen Stromkasten? Chillig. Ey! Mach dich easy, Bro. Hier irgendwo. Frage wo? Danke,
dass sie mich einen Stockwerk tiefer bringt. Sehr nett. Ey! Mann, ekelhaft. Neue Runde, neues Glück an der Stelle. Neue Runde, neues Glück. Ey, bei The Forest eine Aufgabe zu machen, Leute, das ist so schwierig, ich sag's euch. Weil gefühlt jeder Bot kommt dahin. Oder jeder Gegner geht dahin. Oder jeder Schwitzer und versucht einen abzuschrauben. Das ist so ehrenlos. Vor allem für die Leute, die halt wirklich nur Aufgaben machen wollen. Hä, hey, wo soll denn hier ein Strom? Jetzt sein Tür steht ganz zurecht. Ach, come on! So, probieren wir es nochmal. Ich habe nämlich jetzt endlich weiß ich, wo die ganzen Dinger sind, nämlich. Das ist auch so ehrenlos, was die ganzen Gegner da unten machen. Finde ich echt enttäuschend. Ja, Leute. Wie schon gesagt, im Übrigen schließt euch eure ganzen Aufgaben diese und nächste Woche halt ab. Weil ab da an sind sie dann früher oder später nicht mehr da. So, ich muss ganz nach unten dann gleich. Ja, mal. Das Meisternkrieg ist schlimm, aber das hier, das
das macht Spaß. Es gibt nichts Besseres als abgeschlossen, dass man nicht richtig kommt. Weg und dann lassen wir mal Ruhe. Die gar nichts getan, Bro. So. Was ist das letzte? Wo hier oder was? Nix. Ach, Bro, du bist so ein Hund. Endlich mal den letzten Dinger hier gefunden. Ey, ich hasse es. Mir fällt nicht viel ein, dass dermaßen viel Saft braucht. Außer den Kampfschilden des Einbau. Muss in Sanctuary Bericht erstatten. Mach weiter. Ja, danke, Jones, dass du mich hier zu tausenden Gegnern schickst, ne? Ich danke dir echt. Kuss geht raus, Digi. Hey, wie geht's jetzt weiter? Gar nicht, weil ich schon wieder gekillt werde. Mann! Ich sag euch ehrlich: Command Cavern, einfach der schlimmste Ort dieses Season. Kannst du nicht mal landen, ohne dass du die ganze Zeit weggesnackt wirst. Hey, was wollen wir jetzt machen? Jetzt kann ich mich gerade mit der Kanone wieder rüberschießen, oder? Jo, ich mach hier einen Flip in der Luft, ist doch normal, wer kennt's nicht. Geh mal weg. Hier unten irgendwo. Ey, hört auf. Ehrenlosen. Oh Mann. Dankeschön. Du musst einen Generator und die zwei Steuerungsschlüssel von vorhin benutzen. Geh zum Marker auf der Karte, schließ alles an und ich gebe das Administrator-Passwort ein. Schnell. Hä? Ich soll zu einem Tisch jetzt. Nein, ach komm, das ist doch so frech. Wo ist denn der Tisch? Hier. Was ist der? Nee. Ja, wo soll denn der sein? Irgendwie die Markierung hat einen Fehler. Ah, da ist nix. Außer es wäre im Untergrund. Warte mal kurz, ich muss mal gucken, wo das ist. Jetzt kann ich endlich mal hier rein, ey. Mann. Boah, was? Jo. Was geht da denn jetzt ab? Boah. Jo. Oh mein Gott. Alles in der Schleife ist weg. Ein
Es darf nicht noch eine Welt enden. Wir müssen siegen. Einfach weg hier. Oha, das war's sogar schon mit den Aufgaben. Lol. Ja, der letzte Auftragteil kommt dann nächste Woche raus, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass das Video so kurz ist. Warum sind denn die Pfade gerade so kurz? Aber einfach schon alle Missionen schon wieder durchgespielt. Hm. Leider. Das ist sehr bedauerlich. Hätte schon noch gerne gewusst ein bisschen, wie es weitergeht und so weiter. Manche Pfade waren länger, aber komischerweise, das ist jetzt gerade echt kurz momentan. Aber wir wissen, das Gerät soll nämlich verursachen, dass alles in der Schleife dann weg ist. Das Gerät löst eine riesige Explosionswelle aus. Das ist echt heftig. So dass die ganze Karte vernichtet wird. Das ist viel zu heftig, ey. Hey, hey. Aber neben den Widerstandsaufgaben haben wir auch erneut eine neue wilde Woche. Die von letzter Woche ist ja jetzt inzwischen abgelaufen. Hä? War ja der Wunder? Ja, und er trifft direkt, genau. Hackeralarm. Wenn ich jetzt durch Gunnar sterbe, das wäre echt Karma. Ja, komm, war klar. Egal, Leute, ich würde an der Stelle das Video auch beenden. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne auch Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat, würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Kommentar immer gerne durch. Und wir sagen euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und bis zum nächsten Video. Bye.